Scheiße. Das Boot war undicht. Meine Stiefel sind nass. Noch ein Sumpfloch.
Wer bist du? Ich tu dir nichts. Lässt du mich deine Wunden ansehen? Komisch. Siehst nicht wie ein Wanderpriester aus. Oh, verflucht. Das Reden schmerzt. Mich hält wohl nur noch die Rüstung zusammen. Ich suche Hilfe. Vergebens, fürchte ich. In dieser Gegend öffnet man keinem Fremden die Tür. Es wäre gut, wenn du mal einen Knappen fändest. Wird ihm ganzes Fell gerben dafür, dass er vor den Leichenfressern weggelaufen ist. Betrachte es als meinen letzten Wunsch. Ich habe seine Leiche am Fluss gefunden. Hör mal, ich brauche dir einen Regenerationstrank. Du bist kein Hexer, er könnte dich also umbringen. Aber wenn ich nicht irre, hältst du dich ohnehin schon für tot. Es besteht eine gewisse Chance, dass dein Körper mit den Giften zurechtkommt und dann ausheilt. Eher vergehe ich in diesem Loch, als mich zum Mutanten machen zu lassen. Das hat mit Mutation nichts zu tun. Bleib ruhig und lieg still. Ich muss ein paar Kräuter suchen. Schluck diesen Trank. Versuch nicht zu reiern. Trink ihn. Du lebst noch, das lässt hoffen. Aber bis du wieder der Alte bist, wirst du dich gedulden müssen. Bleib einfach da und warte. Bist kein Mutant, da dauert es ein paar Tage, bis du dich erholt hast und wir dich hier wegbringen können. Danke, Hexer. Oh, bei Kreve. Wir hatten noch nicht die Gelegenheit. Ich bin Geralt von Riva. Bolton von Eisenfurt. Ich bin hergereist, um in der Arena mein Glück zu versuchen. Ein paar Leichenfresser haben mich überrascht, wuselten mir ums Pferd, das ging hoch und da bin ich in voller Rüstung runtergekracht. Hab mich dann mit kaputten Knochen hierher geschleppt. Jämmerliche Geschichte, aber so war's. Klingt nach einer Auftragsarbeit für mich. Wohl kaum. Würden die Leichen nicht gefressen, würden sie faulen, stinken und Pestilenz verbreiten. Verfluchter Dreck. Die Leichen aus der Arena. Die werfen sie einfach in die Klamm. Die Toten unterhalten zwar die Leute nicht, aber sie halten die Leichenfresser fern. Gute Besserung, Bolton von Eisenfurt. Und leb wohl. Du musst meine Einladung annehmen. Wenn nur die Hälfte stimmt von dem, was ich über Hexer gehört habe, müsstest du in der Arena gut klarkommen. Danke, Bolton. Ich habe zu danken. Und falls du keine Einwände hast, Geralt von Riva, würde ich jetzt gerne ein bisschen schlafen.
wollen keinen Ärger. Fort mit dir, verschwinde. Bring die Leiche hier weg, ehe sie die Monster anlockt. Wer schleicht da durch die Nacht? Fahrt mit dir, Verfluchter, sonst hetze ich die Hunde auf dich. Hier draußen habe ich Leichenfresser, also schick deine Kläffer ruhig vorbei. Scherzbold, wie? Das seid ihr alle. Ihr findet euch so witzig. Bis ihr in die Arena geht, dann ist Schluss mit dem Theater. Ich scherze ganz und gar nicht. Ich bin durchnässt und halb erfroren. Lass mich rein. Aha, ein Vampir. Blutsauger lass ich nicht rein. Oh nein, ich hab hier Aal in Knoblauch. Was sagst du nun? Der Aal in Knoblauchprobe unterziehe ich mich gern. Oder der fließend Wasserprobe, der Bierprobe. Wer weiß, was du bist. Das Böse kriecht durch die Nacht und verdirbt anständige Leute. Ich warte einfach, bis morgen früh der Hahn kräht. Wenn du mit dem Sonnenaufgang nicht verschwindest, lass ich dich rein. Ich soll hier warten? Heda! Also schön. Mal ein Plätzchen zum Ausruhen suchen. Noch da, stinkt's? Der Hahn hat gek... Hast du eine Einladung? Hab ich. Dann rein.
Hier noch rum.
stinkst vielleicht.
Los, ihr Sechsen. Komm zu Papi. Kacke! Ha, 20 Urins für den Opa. Guck mal, er ist aufgewacht. Du Irrer, geh da nicht rein. Ach, Klappe, der ist doch gefesselt. Er tut schon nichts. Oder, Meister Geralt? Würfel nochmal. Wieso? Die Würfel haben sich nicht bewegt. Ach, ich bescheiße. Nimm das zurück. Guck, er ist aufgewacht. Monsterjäger. Man sehe und staune. Ein gewöhnlicher Drecksack. Es heißt, Hexer hätte man als Waisen in Hinterhöfen eingesammelt. Und dann mit ihnen rumexperimentiert. Und zur Sonnenwende treiben sie es mit den Hexen. Darum auch dieser teuflische Blick? Genug. Losbinden und ins Vernehmungszimmer bringen. Dachte, du wärst tot. Ich bin nicht so leicht zu töten. Man hat uns noch nicht vorgestellt. Vernon Roche. Leider kann ich dir nicht die Hand reichen. Wie dumm von mir. Wes! Mach ihn los! Geralt von Riva. Stellst du uns vor? Nicht nötig. Bring was zu trinken. Wir wollen hierher nicht vertrocknen. Erzähl mir alles, die ganze Erstürmung, was in der Einsiedelei passiert ist. Und wenn ich mich weigere? Dann klopfe ich dich weich. Ich mache meine Arbeit schon lange und bin sehr gut darin. Du als Hexer verträgst ja einiges. Verlass dich drauf. Im Zweifel landest du eben wieder in der Zelle. Und morgen kastrieren sie dich öffentlich, häuten dich und knüpfen dich auf. So einfach. Weswegen denn? Für Temerien. Zu viel der Ehre. Wo darf ich anfangen? Es war ein langer Tag. Erzähl mir das Wichtigste. Dass das klar ist. Ich war der Letzte, der diese Schlacht wollte. Aber zu Foltest sagt man nicht nein. Hexer, bist du wach? Ah. Seine Majestät, der König von Temerien, Ponta, Mahakam und Sodden, oberster Protektor von Brugge, befiehlt Meister Geralt, bei ihm zu erscheinen. Sag ihm, ich werde gleich da sein. Ich bedauere, an einem so schönen Morgen zu stören, aber der König... Wir haben es gehört. Schönen Tag noch, Herrin. Hexer?
Idiotischer Krieg. Der Morgen hätte so schön sein können. Ein Krieg kann doch nicht idiotisch sein, wenn dein König ihn führt. Gescheite Kriege gibt es nicht, Triss. Vielleicht weißt du, was ich unserem wollüstigen Monarchen raten soll. Keine Schürzen jagen, keine Bankerte zeugen und keine Kriege vom Zaum brechen. Genial. Ist dir klar, dass diese Bankerte einst nach dem Thron greifen könnten? Dann gibt es einen noch größeren und dümmeren Krieg. Was nichts daran ändert, dass... Ich weiß. Foltest und die übrigen sind nicht der Inbegriff von Intelligenz und Manieren. Aber Könige, bessere haben wir nun mal nicht. Deswegen beschütze ich Foltest, wenn es sein muss. Aber wenn die Burg fällt, gehen wir. Hast du wieder von der wilden Jagd geträumt? Mhm. Ich glaube, der Traum ist wichtig. Wie ich atemlos durch den Wald stürze und die wilde Jagd. Das sind meine letzten Erinnerungen. Ich erwache und untersuche den Traum sofort auf Anhaltspunkte. Auf Hinweise. Irgendwas, was mein Gedächtnis zurückbringt. Träume können sehr mächtig sein. Manche sagen, sie könnten sogar die Wirklichkeit formen. Die Leute behaupten alles Mögliche. Leider vor allem Unsinn. Wir werden es erfahren. Ich bin sicher.